Hallo, ich bin der Nico, ich begrüße euch auf meinem Kanal der Busterfuchs und heute sind wir wieder unterwegs, schön sonntags, na Spaziergang will ich nicht sagen, wird schon eine kleine Wanderung, ich denke mal 7 bis 10 Kilometer und machen wir jetzt bei uns hier in der näheren Umgebung. Wir haben leichten Wind, dabei habe ich meine Frau, die immer nicht auch drauf sein möchte und meine beiden Hunde, Oskar, der Kleine und Pauline, die Große, die dürfen auch kleine Mäntelchen tragen, denn die sind schon ein bisschen älter, damit sie nicht frieren. Wollen wir mal gucken, was heute hier so ist. Die Sonne scheint 100 Pfund. Ohne Sonnenbrille geht heute nichts. Also raus in die Natur, sich den norddeutschen Wind um die Nase wehen lassen. Und das einfach mal ein bisschen genießen. Und dann nehme ich euch mit. Aber jetzt geht es erstmal Richtung Nettesitz, dann weiter Richtung Hochselo. Ich weiß nicht, ob ihr es auf der Kamera erkennen könnt. Da hinten ist noch ein einsamer Funkturm. Das ist unser Fixpunkt. Von hier oben kann man einmal schon mal über Nettesitz blicken. Aussichten sind gut, aber die werden noch besser. Jetzt geht's hier weiter. Jo, nach knapp 3,5 Kilometern, jetzt ging es jetzt einfach schon wieder etwa 1 Kilometer bergauf, also es wird noch weiter bergauf gehen. Kommen wir jetzt erstmal an einen neuen Abzweig. Mal gucken, ob wir das lesen können. Na, hier das große können wir natürlich lesen, Richtung Nippenroh. Da wollen wir natürlich auch hin. Und hier, ihr seht, das ist alles gut schön ausgeschildert hier. Die kleinen Schilder sind klasse hier. Und wir gehen jetzt erstmal Richtung Hagen, Kreidemuseum. Ja, aus Sagan mit der Brunnau. Da kommen wir jetzt her. Und jetzt geht's hier weiter. Hier ist so kalt und schattig über den Tag, dass hier tatsächlich noch Schneereste übergeblieben sind. Reicht nicht für eine Schneeüberschlacht. Auf keinen Fall für eine Schneewand. Aber sieht doch ganz nett aus. Knirscht sogar unter den Schuhen. Ja, das ist der Blick Richtung Sagard. Es liegt alles in leichten Dunst gehüllt. Sieht sehr interessant aus. Wir sind schon fast in Hochselo angekommen. Aber jetzt geht es erstmal weiter in diese Richtung.
Ja, nach 4 Kilometern, die es jetzt ausschließlich, also zum größten Teil bergauf ging, sind wir in Hochselo angekommen. Hier standen mal früher mehrere Türme, ich glaube 3. Übrig geblieben ist jetzt noch einer. Oh, ein paar Funkantennen noch drauf. Früher war das mal irgendwie, glaube ich, fürs Militär oder für die Seefahrt oder für beides zu DDR-Zeiten. Da ging das denn eben raus an See, die Signale. Heute steht hier noch ein Funkmast. Abzweige sind, ist auch immer wieder eine gute Beschilderung. Also gut verlaufen kann man sich hier eigentlich nicht in und am Nationalpark. Auch immer mal wieder eine Infotafel, wo wir sind. Ihr seht, wir sind da, wo der Pfeil ist. Da steht Hochselo drunter. Und ansonsten haben wir hier natürlich ein riesiges Gebiet, wo wir schön wandern können. Und ach, da kenne ich mich auch aus hier in meine Westentasche sozusagen. Und immer wieder toll. Egal wie viele Jahre ich hier schon unterwegs bin in dem Gelände. Super. Für die Interessierten gibt es auch hier Infotafeln, die vom Nationalparkzentrum aufgestellt wurden. Und da gibt es viele Informationen über die Kreide, die Entstehung dieses Gebietes. Also man wird hier nicht dümmer von. Und immer wieder hat man hier diese Hohlwege, die schön geschützt sind. Jetzt sind die Bäume natürlich kahl, aber im Sommer sind sie auch schön geschützt. Wenn 30 Grad sind oder so, dann kann man hier im Sommer auch vor der Hitze flüchten sozusagen. Da kann man trotzdem hier wandern gehen. Und jetzt ist auch schön, vom kalten Wind etwas geschützt. Einfach mal ein bisschen genießen. Wir sind am Eingang vom Wald angekommen hier. Hier sieht man auch mal, hier kommt man noch Richtung Quolditz, Opferstein, Richtung Nettes wieder zurück. Hier gibt es auch Orientierungspunkte. Und hier ganz klar zu erkennen, dass wir jetzt tatsächlich offiziell in den Nationalpark eintreten hier. Unser Buchenwald macht schon was her. Immer wieder schön ausgeschildert hier die Wanderwege. Ich meine, Ostern auch direkt wieder aufgewacht worden, weil wir sind langweilig auf dem Rapsteinpflasterweg. Aber jetzt hier im Wald, da riecht das interessant. Hier wohnen ganz andere Tiere. Deswegen können wir natürlich auch nicht abmachen. Die beiden haben gerade Witterung aufgenommen. Ich glaube, ohne Leine wären sie jetzt beide weg.
Hier sind garantiert mal ein paar Schweinchen lang gelaufen. Unser kleiner Oskar ist ganz aufgeregt. Er ist im Jagdmodus. Und er fängt an, er gibt so richtig Kette. Wenn es nach ihm gehen würde, gibt es heute Abend Wildschweinbraten oder so. Mal wieder die Referenzpunkte, hier Königsberg, und wir gehen jetzt raus aus dem Wald, hier drauf auf eine große Wiese. Hier haben sie offensichtlich seit kurzem eine Absperrung gebaut. Ja, wahrscheinlich sind hier irgendwelche Leute, ich weiß nicht, irgendwer soll hier nicht durch, entweder motorisiert nicht durch, aha, okay, also du sollst hier mit dem Fahrrad nicht durch. Und ja, früher, ich kenne es auch noch als Reitweg, die haben jetzt wohl die Absperrung hier gemacht, dass man da nicht mehr mit dem Pferd durchkommt. Aber ein guter Geländereiter sieht das als Natursprung an hier. Gut. Jetzt geht es erstmal rauf auf die Wiese hier. Natürlich immer schön auf den Wegen bleiben hier im schließlichen Nationalpark. Wir sind hier auf dem Kiekberg, also Kiek wie der Plattdeutsch für gucken, ne? Also nicht verwechseln mit Piekberg. Normalerweise hast du hier rüber eine prima Sicht zum Capacona. Heute ein bisschen diesig, aber hat was, ne? Dieser schwere oder auch leichte Nebel. Ich bin kein Meteorologe, warum das so ist, aber wunderbar. Und schon wieder habe ich es gesagt. Ah, ist einfach wunderbar. Immer wieder findet ihr hier diese Hinweisschilder, was man hier im Nationalpark alles zu tun und zu lassen hat. Und ich denke mal, jeder mit normalem Menschenverstand hält sich auch daran, damit wir unsere schöne Natur hier auch weiter so genießen können. Und immer wieder hat man hier diese kleinen, wunderbaren Hohlwege. Aber hier in dem Bereich ist jetzt der Boden gerade wieder ein bisschen aufgetaut. Man sollte schon das vernünftige Schuhwerk anhaben, denn meine Schuhe hängen schon wieder voll mit Modderplatten. Aber es ist eben so, wenn man in der Natur unterwegs ist. Jo, hier geht's lang zum kleinen Königstuhl hinauf. Wir gehen heute aber nicht hoch, mal bei anderen schöneren Wetter. Aber das da, was ihr dort seht, das ist der kleine Königstuhl. Der hat auch eine Aussichtsplattform. Da kann man rauf.
dann in diesen kleinen Kreidebruch reinschauen. Und wir gehen jetzt erstmal Richtung Kreidemuseum. Ja, und hier sind wir am Kreidemuseum in Gummanz. Das ist auch echt immer ein Besuch wert. Heute ist es gerade geschlossen. Aber wenn es denn geöffnet ist und ihr mal vorbeikommt, es gibt wirklich viel Wissenswertes hier zu erfahren. Also kleines, feines Museum. Ja, wir haben jetzt auf unserer Runde 8 Kilometer hohe Uhr. Wir sind jetzt in Nettesitz angekommen. Ja, wir sind in Sagard wieder rein. Unsere Runde war jetzt etwa 11 Kilometer lang. Ist auch ausreichend für heute, also nicht so, dass man kaputt ist. Aber jetzt ist es einfach duster. Es ist jetzt 2:30, die Sonne ist fast weg. Ist noch nicht untergegangen, aber ist hinter Wolken verschwunden. Aber ansonsten war das hier wieder eine wunderbare Wanderung. So, die Hunde werden jetzt Knast haben. Und wir machen uns dann auf der Couch gemütlich. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und ich sage bye bye, wir sehen uns wieder. Bleibt schön gesund. Bis zum nächsten Mal.